ich hab's geschafft. Oh, fuck. Oh, wie geil. Okay, das war jetzt eigentlich mehr so zum Spaß einfach mal ausprobiert. So. Das Coole ist, wir sind ja tot. Wir können unter Wasser einfach nur so weiterschwimmen. Genauso wie Krieg. Wir haben irgendwie so eine Art unendlichen Atem. Das ist schon ziemlich cool. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, wo komme ich denn da jetzt raus? Und dann da lang. Und dann hier hoch. Okay, hier kann man hochklettern. Wo um alles in der Welt bin ich? Aha. Ah, schön. Eine Truhe. Aber die wird bestimmt bewacht, war ja klar. Von sowas wieder. Na, super. Ach, ein normaler Golem. Sehr schön. Ronald. Alter, ist der Typ stark. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wow. Oh, Alter, die treffen einen ja immer. Das ist jetzt total mies, ey. Ich kann mir eh... Moment mal. Wie soll ich einen Ronald besiegen? Na komm schon. Okay, der ist jetzt für mich nicht besiegbar. Und ich komme, glaube ich, auch nicht zurück, wenn ich jetzt hier bin, oder? Ich speichere, glaube ich, immer kurz davor. Okay, wie kann ich Ronald besiegen? Okay, Tränke haben wir immer noch alle. Da ist Ronald. Wird er auf der Karte wenigstens noch angezeigt? Ja, hier. U3, U2, war bloß die Treppe da? Ja, genau. Oh, ist das mies. Schön wäre, wenn es solche Zwischengegner noch irgendwie auf der Karte markiert oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich Ronald... Okay, ich probiere es noch einmal. Aber wir sind halt noch nicht stark genug, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Wie kriege ich Ronald kaputt? Ich müsste ja irgendwas auf den werfen können, damit er schneller stirbt. Also dann. Das Problem ist auch, dass wir von dem gecaged werden können. Das ist jetzt so unschön. Finde und töte Ronald. Ja, ist klar. Jetzt die Frage, wie mache ich das? Ach, mit E geht das am besten. Und nicht mit linker Maustaste. Ich kann ja nicht mal was werfen. Na dann. Ach so. Moment, Moment. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Okay, geh los. Komm, mach nochmal kurz deine Dummen und cage dich selbst. Wir müssen versuchen, Ronald. Nein. Nicht cool. Okay, das ist jetzt so äußerst unschön. Ach, der macht zu viel Schaden an mir, das sagt doch. Okay, wir können den jetzt noch nicht besiegen. Ah, dazu fehlen uns eindeutig noch die Fähigkeiten. Ich bin kurz vorm Level up, ne? Ich glaube, Ronald, der hätte es mir... Ronhold. Ronald. Oh, fuck, ey. So eine Scheiße. Ich hoffe, ich komme ja auch wieder zurück, wenn ich das mache. Ich muss ja... Ja, man kommt auf alle Fälle wieder zurück. Es ist jetzt nicht so, dass mehr... ewig mit Ronald feststeckt. So, also hier war das Ding. Hier muss ich da lang. Bisschen schneller im Wasser schwimmen. Okay, gut. Gibt es sonst noch irgendwelche andere Möglichkeiten, da hinzukommen? Nein. Okay, also wie komme ich jetzt an dieses Ding? Na, super. Also so rein... Von dem, was man hier jetzt sieht, komme ich da jetzt erstmal nicht weiter. Muss ich dann später nochmal dahin. Oh, kommt der jetzt mal hier hoch? Hallo? So.
Und dann hier, wenn es geht. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte hier hoch. Genau. Und hier muss ich jetzt nicht seitlich weiter lang. Ich könnte schon mal wieder mein Pferd holen. Moment mal. Ach nee, das Pferd, das sackt. Das ist in solchen engen Gebieten, kannst du das eigentlich vergessen. Der will mich doch verarschen. Wieso reitet denn das Pferd dann nach vorne, wenn das weg soll? Das soll einfach nur im Boden versinken oder so. Und man soll nach hinten abspringen und nicht nach vorn mitgezogen werden vom Pferd. Ich habe gerade nach links gedrückt und gesprungen und es sackt doch jetzt. Hallo? Jetzt. Dann muss ich irgendwie nach vorne lehnen, damit das Ganze funktioniert. So, und hier mit dem Pferd rumzurennen, ist jetzt rein, das ist doch Selbstmord. Hier gibt es einen Vulkrim-Posten. Fällt mir auf, dann werden wir gleich mal da hingehen. Mit ein bisschen Glück, gibt's ja einen. Ja, genau. Vulkrim! Komm näher und sieh, was Vulkrim zu bieten hat. So, mein Freund. Sei gegrüßt, Reiner. Der ist wirklich überall. Willkommen. Aha. Ich habe dich erwartet. Ja, ich dich auch irgendwie. Vulkrim, was lässt dich aus den Schatten herauskriechen? Ich möchte meinen wertvollsten Kunden nicht verlieren. Ach, der Tod ist der wertvollste, na super. Nicht an das, was am Rand der Schatten lauert. Mhm. Hier bin ich also und biete meine Waren an. Was weißt du, was ich nicht weiß? Ich bin nicht freiwillig hier, Dämon. Ich bin nur. Ja, ja, ja. Ach, so viel habe ich gar nicht kaputt gemacht. Sind so scharf wie immer. Mhm. Trotzdem kann ich dir helfen. Sehr schön. Ich führe Dinge, bei denen andere die Stirn runzeln würden. Und was wäre das? Ich runzel gerade meine Stirn. Riskiere einen Blick. Du wirst nicht. Ja, ja, ja. Hoffentlich hat er die Pandora-Büchse. Das wäre cool. Was ist das denn? Neuvergabe. Vulkrim ist ein Meister der dunklen Magie und kann die entwickelten Fähigkeitspunkte beliebiger Kreaturen zurücksetzen. Entscheide dich hierfür, wenn du deine Fähigkeiten löschen und deine erworbenen Fähigkeitspunkte nicht vergeben willst. Dummerweise kostet das dann nochmal extra was. Das ist blöd. Und was ist das? Nein. Enthält einen zufälligen ausgewählten verzaubernden Gegenstand. Sehr schön. Ein ererbtes Artefakt. Ein geopfertes Artefakt von unbekannter Herkunft. Okay. Hierzu brauchen wir also diese Fährmann-Münzen. Ah, schön. Verkaufen wir also irgendwas. Was ist denn die Sense hier? Die ist schlechter als die, die ich habe. Die können wir verkaufen. Doppelklick funktioniert nicht. Das ist toll. Und die üble Sense, die brauchen wir... Nee. Kann weg. Ja. Yep. So, was haben wir denn noch alles? Aha. Faustschild und übler Faustschild. 29 bis 35. Das Ding macht schon mehr. Und das hat aber 7 Durchschlagsschaden. Ich weiß es nicht, ob das. Ich weiß es nicht, wie das Durchschlagsschaden geregelt wird. Aber egal, wir machen erstmal den normalen Faustschild weg. Haben wir hier noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Nein. Hier auch nicht, hier auch nicht. Neue Stiefel, die können weg. Heiltränke und Sonnentränke behalten wir. Genauso wie die Dinger, die behalten wir auch. Ich habe jetzt 4000 Jolt. Und kaufen können wir von dem, glaube ich... Naja, das Risiko ist mir ein bisschen zu groß. Bis dahin. Ja, ja, ja. Im Buch der ja. Vielen Seiten. Ich vermute, dass viele sich entlang deines Weges finden. Ah. Wenn du sie mir bringst, wird deine Belohnung beträchtlich sein. Ja, dann... Ebenso wie meine Verdammung. So. Reden wir mal mit dem Guten. Ich habe neue Waren, wenn du die Münze hast. Muss man denn genau 10 Münzen... Ah, hier. Okay. Eine Seite ist... Jetzt haben wir 10 Stück davon, um ein Kapitel. Das dann an Vulkrim. Ah, das sammelt also nicht die Seiten, das sammelt gleich komplette Kapitel, was auch schon ein bisschen gemein ist, weil er kommt die ganze Zeit hier raus, na super. Na gut, ich muss jetzt erstmal wieder woanders lang. Jetzt die Frage, wie komme ich schnell von A nach B? Da muss es doch bestimmt noch gewisse Methoden geben.
Okay. Und solange ich nicht wieder in irgendwelchen Großgebieten bin, werde ich das Pferd jetzt aus meinem... Okay, wir sind im Großgebiet. Können wir das Pferd wieder rufen. Können wir immer bei sowas machen hier. Ansonsten brauchen wir es nicht. Sieh mal einer an. Okay, wir gucken trotzdem mal kurz auf die Garde. Der Unheilsforst. Was ist denn das Feines? Oben ist der Schlupf mit dem verlorenen Tempel. Okay. Dann werden wir es mal so rum durchsuchen. Also wieder mal im Uhrzeigersinn im Guten. So, na dann. Bam! Und nochmal weiße Schäfer. Und nochmal. Und nochmal. Geht doch. Jetzt sah mir so aus, als hätte der Teile von irgendeiner Rüstung verloren. Naja, das war anscheinend doch nicht so. Was haben wir denn hier eigentlich? Und wieso sieht es so aus, als ob ich jedes Mal im Kämpfen bin? Hoppala und bam! Ah, so, hier ist wieder eine schöne neue Truhe. Da gehen wir mal hier nach oben. So, und wir sind da. Was gibt's denn hier Feines Neues? Ein neues Hämmerle. Und was zum Geier ist das? Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht mir speziell aus. Vor allen Dingen hört man auch ein gewisses Leuchten. Moment. Ach shit, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Und wie kriege ich dieses dämliche Dings? Na gut, das wird dann wahrscheinlich ein Problem später noch sein. Na dann, was haben wir denn hier? 79, 3% kritischer Schaden. Da werden wir den gleich mal mit reinnehmen. Weil mehr Crit-Schaden ist schon ganz cool. Aber Verteidigung ist auch ganz cool. Endlich hat er mal eine Hose an. Gut. Und der Handschuh, Stufe 2, macht es nicht so sehr viel. Und hat auch keinen Crit-Schaden. Das ist jetzt schade. Sahne, Sahne, Schokolade. Speichern. Also dann, wie komme ich da bloß hin? Wieder ein Gegner, der gekillt werden kann. Alle! Ah, man sieht auch links daneben das Level. Ist mir gar nicht aufgefallen am Anfang. Die haben ja auch Level, die Gegner. Was ein Beschiss. Die werden ja auch stärker. So ein Schwachfug. Alle! Bam! Schade, der hat leider nicht dabei gehabt. Hier hinter mir war gerade was. Ich habe was gehört. Na gut, die kommen halt von überall her. Ich würde aber schon noch gerne mit hier hochklettern wollen, weil ich schon mal wissen würde, was hier oben genau ist. Okay, man kommt hier nicht hoch. Zumindest nicht von hier. Schauen wir uns dann mal noch ein bisschen weiter um. Bevor wir in das Zentrum gehen, wird erstmal noch ein bisschen der Rand ausgekundschaftet. Hier geht's also doch weiter. Scheiße. Ich warte immer einen Tick zu sehr. Ich sollte vielleicht früher den Stufenaufstieg. So muss es sein. Okay. Das war jetzt das Falsche. So, Stufenaufstieg. Was haben wir denn hier? Verbessern und kaufen. Erhöht die Gesundheit der gerufenen Ghule. Erhöht die Gesundheit der Ghule um 15. Wenn ich jetzt nur wüsste, was das hier... Jetzt kann man es nach unten ziehen. Warum es auch immer vorher nicht funktioniert hat. Kostet 310 Punkte. Ghule verursachen 5 Schaden pro Angriff. Von 4 auf 5 Schaden pro Angriff. Die Ghule haben jetzt genauso viel Leben. Und gerufene Ghule sind 2. Also es ist jetzt nicht wirklich besser. Dann werden wir das holen. Okay. Und das ist das. Schaden, den die Ghule verursachen, wird tot als Zornkraft angerechnet. Wiederhergestellte Zornpunkte pro Ghule-Angriff 1. Na gut. Immerhin ein bisschen was. Ah, ja, und den Rest machen wir immer mit der Sense kaputt. Sauber erlegt. Hier oben ist noch einer. Alle. Bam. Zack. Und wieder einer kaputt. Sieht aus, als ob man die Helme jedes Mal mitnehmen kann, aber... Es ist eine Fachs. Ah, hier ist wieder sowas. Wozu sind diese Dinger gut? Die leuchten doch nicht ohne Grund so. Ich habe so das Gefühl, die sind zu was ganz Besonderem gut.
Nicht nur wüsste was. Ich muss die irgendwie aktivieren, aber wie schaffe ich das? Ich habe noch nicht die Waffe dazu. Na, das kommt noch. Whee! Ich bin die ganze Zeit nur am Springen hier. Und alle... Hopp! Ja, ich habe eher getroffen als du. Badaboom! Hier kann man wieder hochspringen. Sehr nice. Hier geht's wieder weiter. Okay. Oder ist es jetzt der Notgang? Es ist doch bestimmt der Notgang, oder? Ja, es ist der Notgang. Können wir uns das auch gleich nochmal mit angucken, bevor wir hier auf diesen Berg da klettern. Okay. Nein, diesmal habe ich zu lange gewartet. Echt, ey. Der Hammer fetzt wie Scheiße. Okay, kann man hier eigentlich durch oder ist das verschlossen? Das ist offen? Sehr interessant. Na komm schon, das wollte ich nicht. Jetzt. Mach mal das Ding noch auf. Ich wollte es trotzdem noch aufmachen. Dankeschön. Nice. Ja, die Sache mit dem Unmöglich ist jetzt halt sowas, aber... Was bist du denn? Du bist dieser komische Golem da, hä? Kann ich dich irgendwie aktivieren? Okay, zerstören kann ich dich auf alle Fälle nicht. Das bedeutet, aktivieren kann ich dich. Man kann jetzt irgendwie hier runterspringen und das Ding wahrscheinlich irgendwie aktivieren. Aber wie mache ich das? Okay, der macht mir bestimmt irgendwelche Wege dahin. Gucken wir mal weiter. Komm schon. Da unten ist verschlossen. Ich glaube nicht, dass es einfach so aufgeht. Ja, es geht nicht einfach so auf. Oh, da war was gerade. Nee, gut, das war bloß der Rabe. Also müssen wir dann später mal schauen, wie wir hier nach oben kommen. Goodie. Ach nee, hier sind noch Sachen zum kaputt machen. Immer da. Ei! Es sind sogar immer noch diese anderen Dinger hier drin mit. So, Moment mal. Okay, Lebensanzeige ist wahrscheinlich deshalb nicht angezeigt, weil ich schon voll bin. Bin voll. Hier. Sind wieder neue Monster gespawnt? Ich glaube schon. Kann man hier. Ist hier an der Seite noch irgendwas? Nö, okay. Und alle! Instant Kill! Der Hammer fetzt wie Scheiße, wirklich. Oh, nee, Gott. Dass es so geil sein kann, ein mega Steinklotz an dem Stock rumzuschwingen, es gibt's nicht. Die simpelste Bauweise aller Zeiten, wirklich, ein Hammer. Oder eine Keule. Aber ich glaube, der Hammer, der übertrifft's bei Weitem. So, jetzt sagen wir wieder nach oben. Ja, hier geht's erstmal nicht weiter. Ah, ha. Sehr interessant. Die Statuen oder ähnliche Statuen habe ich schon mal gesehen. Und zwar beim normalen. So glitsch ich jetzt hier rum. War auf einmal zu blöd zum Laufen. Nicht cool. Okay, gut. Man braucht also irgendwelche Festhalte. Wow. Nicht cool. Oh, ich bin doch... Okay, man muss halt die Ausweichentaste drücken, damit es funktioniert. Ist klar, aber trotzdem. Ah, und wieder eine neue Seite des Buches. Wunderbar. Nehmen wir doch immer gerne mit. Jetzt die Frage, wie komme ich jetzt da hoch zu dieser dämlichen Truhe? Dazu muss ich mich daran schlingelingen. Wie kann ich mich daran schlingelingen? Und war denn hier nicht in der Mitte? Ach nee, das ist das Ding hier in der Mitte, glaube ich. Ja. Machen wir jetzt da mal ein paar Golems kaputt. Das ist auch gut, dass die immer respawnen. Das war bei der 1 extremst nervend, weil die ab einem gewissen Punkt nichts mehr gebracht haben. Aber hier lassen die ja wenigstens noch ein bisschen Gold fallen und alles. Und hier ist das Gold ein bisschen zu mehr zu gebrauchen als sonst. So, also, was bist du in dieser Truhe? Sesam, sag ich. Dann sollte ich schon mal nach neuen Gegenständen gucken, weil ich habe deswegen schon... Ich habe das Gefühl, ich habe was Besonderes mittlerweile gesammelt. So, Sensen habe ich auf jeden Fall keine neuen, aber... eine Keule. Von was haben wir geredet vorhin? Alter Schwede.
Alter Schwede. Die wird eingelagert, die wird mitgenommen. Die ist cool. Wie Sau. Okay. Booyah! Na komm schon, dich mache ich auch noch kaputt. Und! Bäh! Okay, jetzt komme ich mir echt vor wie Sauron mit dem Ding hier. Ich brauche nur noch so eine coole Rüstung. Dann gehe ich ab, ey. Wie Katz Schmitze. Wuhu! Instant! Wer braucht schon diese dämlichen Sensen, wenn er sowas hat? Das ist wirklich hier ein Klotz an dem Stock. So, aber ich muss trotzdem erstmal kurz wieder auf der Karte gucken, wo ich jetzt bin. Hier gibt es noch diesen Zipfel hier, den sollte ich mir schon noch anschauen. Dann müsste ich jetzt hier noch ein bisschen weiter hier laufen. Gibt es eigentlich irgendwie sowas wie eine Notanzeige?